Das ist viel. An Gestrüpp. Dr. Craft wird zum Milchonaut. Vielen Dank für dein Follow, du geile Sau, du. Willkommen. Ja. Okay. Das ist, ja. Eine Menge. Eine ganze fucking Menge an Gestrüpp. Wie macht man den am besten weg? Wir brennen die Scheiße einfach ab. Wir müssen nur aufpassen, dass die umliegenden Wälder dann nicht abgefackelt werden. Das ist ganz wichtig. Da müssen wir aufpassen. Dass alles, was hinter den goldenen Barrieren liegt, also jetzt hier diese Bäumchen zum Beispiel, dürfen nicht abbrennen. Würde ich sagen, ja, ja. Könnte sich als schwierig gestalten. Müssen wir darauf achten, dann müssen wir ein bisschen neu anpflanzen hinterher. Hey, ich fackel alles ab. Das Feuer erledigt so ziemlich das meiste von alleine dann. Upsala. Brandstifter! Dass man nicht einfach alles wegsprengen könnte, dass er direkt eine Ebene nur noch hat. Vor allem der Dschungel wird wahrscheinlich komplett niederbrennen. Sieht doch schön aus. Ja. Bei mir geht's heiß zur Sache. So, jetzt praktischer mit den Minecraft-Challenges, dann kann nicht nur ich, was ihr in den Milchonauten-Spalte postet, da was annehmen, dann können auch natürlich die anderen sich was aussuchen, die hier mitmachen auf der Welt. Alles am Brennen. Aber so geht's am schnellsten. Nur aufpassen, dass wir nicht hinter die Begrenzung kommen. Der Dschungel brennt, der Dschungel brennt, der Dschungel, 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 Dschungel brennt. Ich frage mich, ob diese Riesenbäume überhaupt komplett abfackeln. Hä? Huch, ich hab einen Ozelot angesteckt. Ja, tut mir leid, ihr liebes Getier. Ihr müsst euch hier ganz schnell verflüchtigen. Sonst geht's euch gleich wie das weh dem Huhn da. Einfach alles am Abfackeln. Sieht jetzt auch ein bisschen blöd aus, ja. So,
Ja, ein paar Stämmchen bleiben noch über, ne, aber der Dschungel sieht super aus. So gefällt mir das. Voll die Rage-Onkel-Welt. Ja, die alltäglichen Twitch-Problemchen. Bei dem einen ist es synchron, bei dem anderen nicht. Nein, stopp. Ich glaube, der Dschungel wird ein bisschen schwieriger. Der scheint nicht so gut zu brennen. Ja, hier der Baum zum Beispiel. Hä? Wir können ja auch, ja, das wäre jetzt cool, wenn wir auf dem PC wären, einen Jurassic Park bauen. Darauf hätte ich ja auch mal Bock. Aber no, das dauert glaube ich noch eine Weile. Eigentlich auch. Da sind auch. Boah, hier sind noch mehr Seen. Hier sind überall Seen. Heilige. Und ich sehe was Mieses. Hier, genau hier sollte es nicht brennen. Ja, ist jetzt scheiße gelaufen. Der Baum da, der dürfte eigentlich auch nicht brennen. Na komm. Hier fehlen echt ein paar Optionen im Kreativmodus, du. Klar, man könnte eine Super Flat World nehmen, aber ist ja langweilig. Man will ja auch Umgebung, ne? Die brennen nicht so ab, wie ich es mir vorstelle. Das ist ärgerlich. Boah, Lollaik, ich hab's jetzt schon 10-mal gelesen. Ich kann doch nicht zaubern. Bin ich gerade bei GTA Online? Ich glaube nicht. Naja gut, ein paar Sachen müssen wir halt noch von Hand wegkloppen. Scheinen hier nicht so feuerfreudig zu sein. Feu, feu, feu. Das ist ein sehr willenloses Feuer hier. Ist doch furz trocken und die Sonne knallt.
müsste diesen, wie heißt der Mod? Es gibt einen Mod, dass wenn du unten die Blöcke abknallbaust von einem Baum, dann fällt der komplett in sich zusammen. Voll, voll, moin, der Präsident! Überall noch mit überall, echt. Brenn nieder, Terraforming Extreme! Man müsste so eine Uber-Matrix haben, so einen riesigen Würfel, den ihr platzierst und dann pasch ist alles darin gelöscht und die Ebene ist glatt. Das wäre geil. Dir den Baum mal an, wie eiskalt der hier einfach stehen geblieben ist. Oder der hier. Ab da kann alles wieder bleiben. Ich hätte gestupt, egal, wir müssen ja eh gleich hier eine Ebene finden. Ne? Boom! Ey, das alles hier wegzuspringen. Wird lustig. Das alles platt machen halt, ne? Ja. Warum kann der denn da schießen? Graf Absinth! Vielen Dank für dein Follow. Willkommen. Freut mich, dass du da bist. Heilige Scheiße. Ich schmeiß dich gleich raus da mit deinem Pfeil. Boah, machen wir den See einfach voller oder formen wir. Ja, wenn, dann müssen wir alles auf der Höhe hier abbauen. Es wird eine Community Map Kelly oder wie auch immer. Die Frage ist nur, wenn ich jetzt eben hier die Rechte dann gebe, machen die hier ordentlich mit und so oder. Und die irgendwo scheiße. Warte, ich nehme mal eine Karte. Wenn ich Auswanderer sehe, also wir sind hier gerade am Terraforming machen, Leute. Wenn ihr Mist macht, könnt ihr euch vorstellen, was passiert.